Mir war klar, dass die Mannschaft in dem Moment, so wie wir aktuell auftreten, dann noch enger zusammenkommt. Entschuldigung, Sie wurden gerade gerassiert. Ja. Man hat schon das Gefühl, bei diesen Clubs ist mehr zu holen als bei anderen Clubs, wo sich die Aufmerksamkeit ein bisschen in Grenzen hält. In jeglicher Hinsicht, im Positiven wie auch im Negativen, da ist sehr viel zu schöpfen. Und das ist ein Club, der einfach für die Berichterstattung auch wichtig ist. So, warten wir noch mal kurz auf den Kollegen, oder? Ja. Das heißt, die Mittel waren überschaubar. Deswegen habe ich unsere Aufgabe schon auch darin gesehen, zu beobachten, ja auch Ruhe, Freude, einfach auch Zuversicht in den Alltag zu bringen. Ich glaube, dass die Basis so gut inzwischen ist, was den Spielstil anbelangt, damit zusammenhängt aber auch das Selbstbewusstsein, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass jetzt plötzlich der Antilauf mit 7 Niederlagen in 8 Spielen kommt. Beautiful sunshine. Here in southeastern Berlin. History favors Union, who have never lost to Stuttgart in the Bundesliga. Natürlich freue ich mich jetzt, dass es wieder losgeht. Meiner Meinung nach hätte es die Länderspielpause gar nicht gebraucht. Ich bin gerade voll und ganz für den VfB. Nationalmannschaft muss ich hinten anstellen. Die Fans klingt es nicht sehr rockig, wenn man sagt, wir wollen eine sorgenfreie Saison spielen. Aber ich glaube, die hatten so viele Sorgen in den letzten Jahren. Ich glaube, die freuen sich sogar über eine Sorgen. Das soll mal eine sorgenfreie Saison spielen. Der Abstand muss nach unten, der muss anfassbar sein. Die Hintergrundgespräche sind die einen im Grunde ja für die Berichterstattung und fürs Wissen weiterbringen, wenn man da auch mal hinter die Floskel schauen darf. Die Floskel ist im Übrigen aus Sicht der Verantwortlichen ja gar nichts Verwerfliches. Gerade wenn sowas passiert wie hier und man von euphorisierten Fans wahrscheinlich gefragt wird, spielt ihr mir nächstes Jahr Champions League oder so? Gerade dann muss man sicherlich mit der Floskel sich behelfen. Timo, du bist einfach ein Gönner. Also erstmal würde ich es vorziehen, ab und zu öfter in der Kneipe zu sitzen. Dazu gehört ein guter Sport, ja dann auch eigentlich ein gutes Bier. Stadionwurst. Die Fans und die Fankultur ist ja der Ast, auf dem wir sitzen. Und jeder Fan hilft, auch im Stadion oder in der Kneipe. Und von daher ist ja die Kneipen oder die Kneipen-Fankultur für unseren Verein extrem wichtig, weil jeder, der mit uns Phasen, auch schlechtere Phasen, bessere Phasen durchmacht, der ist wichtig für uns. Ich glaube, dass Union daheim ein sehr, sehr harter Gegner ist. Und in der Vergangenheit haben wir noch nie gegen Union gewonnen. Ein Punkt war mal drin oder mehrmals sogar schon. Aber ich hoffe, dass heute der Knoten platzt, dass wir heute die 3 Punkte holen. Aber zumindest einen Punkt bin ich mir ganz sicher, dass wir den holen. Was machen wir heute? Wir machen heute ein 1:3. Dass er sich wohlfühlt, ganz klar. Das sieht man auf dem Platz, neben dem Platz. Girassi getting involved. Anthony Huo. And there's Girassi! And it's 14 for the season now. Serhou Girassi, who's made it 1-0 on 16 minutes. Entschuldigung, Sie wurden gerade gerassiert. Yep. Das kann ich ja nicht mal verteidigen. Selbstbewusstsein entwickelt sich. Und jetzt haben wir den Lauf, holen die Punkte und dann kann man auch mit einer Situation, eben dann in Situationen wie Rückstände,
wie Auswärtsspiele, anders als in der letzten Saison, einfach anders umgehen. Here's Guirassy, placed by Danilo Duki, and he's hobbling Guirassy. And immediately he knew that something had gone twang. And that, unfortunately for Stuttgart, is going to be it for Guirassy today. And on comes Dennis Undav, the match winner recently off the bench against Köln. Ja, hoffentlich ist nichts. Mir war klar, dass die Mannschaft in dem Moment, so wie wir aktuell auftreten, dann noch enger zusammenrückt. Und das kann man auch beobachten, das ist auch geschehen. Und Saru wird dann auch irgendwann wann wiederkommen. Here's Enzo Mio, moving out that pocket of space. And Undav in the middle, it's Renault. And it's Leveling, and it's Renault. For the second goal that would allow them to breathe more easily. And it falls here for Silas. The joint fastest player in the Bundesliga. But showing composure there, that was a lovely finish. Stuttgart, he celebrates with the travelling fans, and Stuttgart are two to the good. And look who got in on the celebration. Second half for the Stuttgart substitutes. It's one of them, John. Extrem glücklich, wie der VfB zurzeit spielt und welches Ergebnis er abliefert. Da muss man sagen, aus den letzten Saisons heraus ist es natürlich ein purer Luxus, was man gerade hier erlebt. Und deswegen, ich glaube, der Abstieg ist dieses Jahr kein Thema mehr, sondern für mich persönlich habe ich jetzt gesagt, das obere Tabellendrittel. Ruf die VfB. Auswärtssieg! Wir wissen schon, wie wir die Dinge richtig bewerten. Ja. Und wie gesagt, dabei bleibt es, dass wir das im Team machen, dass wir das in der Gemeinschaft tun müssen, in der Mannschaft, aber insbesondere auch außerhalb der Mannschaft. Ja, das ist ja völlig klar. Also das, weiß nicht, es gibt ja diesen alten Spruch, Fans dürfen träumen, aber hier intern muss man realistisch bleiben. Man kann sich ja viele Dinge auch aus dem Innenleben ableiten, weil ja vieles, was wir tun, eben öffentlich ist. Die digitalen Medien spielen dabei eine Rolle. Im Grunde werden ja unsere Spieler von morgens bis abends, wenn es eben nicht von den Journalisten ist, auch von den Fans begleitet. Und oft begleiten sich die Spieler ja auch selbst, aus Vermarktungsgründen, aus persönlichen Gründen. Also wir sind da schon recht gläsern, deswegen ist die Diskrepanz zwischen dem, was man liest und zwischen dem, was auch wirklich im Innenleben passiert, gar nicht allzu groß. Hallo zusammen. Hi. Hi. Ich bin letzte Saison dazu gekommen, als VfB Obertürkheim zum VfB Stuttgart rübergegangen ist. Da bin ich dann auch mit dazu gestoßen. Meine Rolle hier im Team, wahrscheinlich mit 30 Jahren die erfahrenste oder mit einer der erfahreneren Spielerinnen. Klar ist meine Rolle dann entsprechend auch definiert voranzugehen, die Mannschaft mitzunehmen. Dadurch, dass ich Bundesliga- und Zweitliga-Erfahrung habe, auch da natürlich den Fokus mit reinzulegen, zu schauen, dass das Spiel gut läuft, aber auch neben dem Platz zu schauen, dass die Mädels dranbleiben. Wie viel steht's? 1-1.
1-1. Wildes Spiel. Wildes Spiel, okay. Ja. Hab von 2013 bis 17 aber für den VfL Sindelfingen gespielt, was ja relativ nah zum VfB Stuttgart ist. Und wir hatten es damals versucht anzustreben, mit dem VfB Stuttgart zusammenzukommen. Zu dem damaligen Zeitpunkt hatte der VfB Stuttgart den Frauenfußball aber noch nicht auf dem Schirm. Von daher schließt sich für mich persönlich ein Kreis. Frauenfußball gehört zur Fußballkultur, zur deutschen Fußballkultur und zur VfB-Kultur dazu. Deswegen ist es fast schon unsere Pflicht, also es geht gar nicht warum und wie, sondern ich sehe es als unsere Pflicht an, den Bereich weiterzuentwickeln und auf noch ja, professionellere Beine zu stellen. Es ist ein Verein mit so vielen Fans, mit einer Mega-Tradition und mit einer Mega-Historie auch. Und ich glaube, für mich persönlich hätte es nicht besser laufen können, dann am Ende nochmal hier zu landen. Ne? Ja, aber überleg mal, wir haben trotzdem wieder zwei Tore geschossen. Also wir haben ja auch, als er dann raus war, letzte Woche zwei Tore gemacht, ohne ihn in dem Sinne. Der ist doch beim 1-0 ausgewechselt worden, glaube ich, letzte Woche. Ja. Klar ist es natürlich das Ziel, das vielleicht auch noch in die MHP-Arena zu schaffen. Mal schauen, wie lange ich noch dabei sein darf, ob ich es dann auch noch schaffe. Aber klar, es ist ein großes Ziel und die Choreo war gestern überragend. Wenn es das mal für uns irgendwann mal geben sollte, wäre ich natürlich gerne dabei, ja. Ja, im Endeffekt ist es so, dass halt jeder mit anpackt und ich glaube, es sind jetzt auch hier gut über 200 Leute und jeder hat sein Aufgabengebiet, jeder trägt seinen Teil dazu bei und wenn dann alles verteilt ist, dann gehen wir wieder raus und warten, bis das Stadion öffnet und essen noch kurz eine Kleinigkeit und dann geht es auch schon los und die Anspannung steigt und am Ende klappt hoffentlich alles dann. Ja, bitte. Ja, mir spannend. Der Ablauf wird so sein, gegen 15:15 werden die Zaunfahnenabdeckungen runtergemacht, die Mundlöcher werden abgedeckt und unten die Zaunfahnen. Es ist echt so, die Choreo, klar, besteht aus Planung und Umsetzung und dann auch Durchführung im Stadion, aber dieser bürokratische Teil, sag ich mal, der nimmt schon auch immer mehr Zeit und auch Kraft und Nerven in Anspruch. Und an der einen oder anderen Stelle fragt man sich schon, okay, das ist echt eine Hürde, die man da jedes Mal gehen muss und kostet natürlich dann auch sein Geld. Und jetzt das zu beziffern, also im fünfstelligen Bereich sind wir auf jeden Fall immer. Also so 10.000, 15.000 Euro muss man je nach Aktion immer einplanen. Jetzt bei dieser Choreo, die jetzt ein Gesamtbild ergibt, im niedrigen fünfstelligen Bereich. Aber ansonsten, bei einer mehrteiligen Aktion kann es dann auch mal über 20.000 Euro gehen. Man kann ja nur erahnen, wie viel Aufwand dahinter steckt, wie viele Tage, Wochen, Monate das dauert, das vorzubereiten für diesen einen Moment. Und das bekommen auch die Spieler mit. Ich glaube, gerade die Leute, die dann auch im Stadion sind, aber auch von außerhalb, kriegt man da immer wieder was mit. Es ist für die schon immer was ganz Besonderes, wenn wir auch eine Choreo am Spieltag machen. Hallo. Also ich persönlich versuche es jedes Mal da zu sein. Das klappt nicht immer. Ein Spiel weiß ich schon, haben wir selbst auch im Spiel. Habe ich mich ein bisschen drüber geärgert, aber wenn der Spielplan halt so fällt. Ja, heute mal wieder im Stadion, genau. Ja. Ist für uns auch nicht selbstverständlich, jetzt, dass wir eine Choreo gemacht haben, weil gerade die Zeit um die Ausgliederung rum, die letzten Jahre waren echt auch schwierig für unsere Gruppe, für unsere Leute, weil es da auch einfach viel, viel negativ Behaftetes gab und wir auch viel in Frage gestellt haben. Und beim 125-Jährigen zum Beispiel haben wir ja keine Choreo an sich gemacht, sondern hatten einfach nur ein Spruchband mit Cannstatter Chaos Club, 125 Jahre und ein Chaos-Intro, so, um das auch ein bisschen einfach bildlich darzustellen. Und jetzt, die letzten Jahre hat man sich dann schon auch wieder angenähert, was wir dann auch zu schätzen wissen. Und dann war es für uns auch klar, dass wir selber da auch eine Choreo machen wollen und das ganze Jubiläum auch ins Stadion tragen wollen. Und was auch klar ist, also wenn wir eine Choreo nicht machen wollen oder eine Choreo hätten mit einem Inhalt, wo wir nicht überzeugt sind, dann machen wir das auch nicht. Also wir machen die Choreos schon, weil wir selber davon überzeugt sind und da redet uns aber auch keiner rein. Thank you.
Wir entscheiden das Tempo mit Ball. Und wenn ein Zweikampf verloren geht, dann kommt die nächste. Und ich bin so positiv gestimmt, weil wir einfach mittlerweile eine richtig gute Truppe geworden sind. Und das machen wir heute den nächsten Schritt. Jetzt gehen wir raus und hauen die weg. Auf. And no foul there apparently. That forced against Angelo Stiller. Newville got in the way, but it's Grisha Prömel to make it 1-0. For Hoffenheim, but all that has changed in off the post. Weghorst has done it. Hey! Yeah! Das Spiel steht momentan 1-0 für den VfB. Der Hönes hat es angeflogen. Ja! Ja! And here they come again. That shot comes in from score, and it's 3-1. Wow, auf meiner Firma aufs Kopf schon. Ja, Tor, gell? So geil. Bei dem ist klar, dass der Tor schon reingeht. Ja! Ja! Wahrscheinlich, ja. Denn die Chancen waren da, Leistung war gut, kann ich keinen Vorwurf machen. Trotzdem sind wir natürlich sehr enttäuscht, dass wir heute das Spiel verloren haben. Ich finde, dass ich wieder mal zu null gespielt. Ich glaube, das kommt manchmal zu wenig raus. Dass man hinten auch die Null hält. Klar, vorne, wenn die Tore fallen, ist es immer spannender, auch für die Zuschauer. Aber Props an die Mannschaft hinten, dass wir immer wieder es schaffen, die Null zu halten, wenig zuzulassen. Und vorne die paar Chancen, die wir uns erarbeitet haben, haben wir auch wieder gut genutzt. Von daher, ich glaube, alles in allem können wir schon zufrieden sein. Ein paar Stellschrauben dürfen wir noch drehen, aber hinten Null, vorne 4 Tore, ist okay. Wir arbeiten weiter. Ja, in 2 Monaten geht das Wintertransferfenster wieder auf. Wir haben auslaufende Verträge. Die Spieler kennt ja jeder von euch. Und auch am Zeitpunkt X müssen wir eben dann auch vorbereitet sein. Also wir haben insgesamt seit 1.6. jetzt 215 Spiele gesichtet aus 44 Wettbewerben und haben 2.358 Einzelreports angefertigt. Total, und da hilft auch glaube ich, natürlich ein Zugang, wenn wir den haben, auch zu den Clubs. Wie oft kann er wirklich trainieren, solche Dinge, wenn wir solche Sachen im Hintergrund schon rausbekommen, wir alle, wie wir hier im Raum sitzen, wo wir unsere Zugänge eben haben, zu den jeweiligen Spielern, dann hilft es enorm. Unsere Aufgabe ist es einfach, die Chance zu erhöhen, dass Transfers funktionieren. Scouting-Sitzung in kleiner Runde, großer Runde, noch größerer Runde, mit Cheftrainer, ohne Cheftrainer. Finden ja gefühlt fast jeden Tag statt. Aber in einem größeren Rahmen ungefähr alle 4 Wochen. Und da geht es dann eher darum, die Arbeit zu strukturieren, Arbeitsaufträge zu verteilen, dann nochmal auch konkret
darüber zu diskutieren, könnte der Spieler eine Option sein. Ganz wichtig ist auch der Nachwuchs. Wie bauen wir unsere Nachwuchsspieler ein, ohne deren Entwicklung mit ja auch möglichen Neuzugängen zu behindern oder zu blockieren. Also bewegen wir uns auch immer an unserem Konzept und ja, dazu sind die Scouting-Sitzungen eben notwendig. Es ist bei einer Scouting-Abteilung speziell, dass nicht all das, was wir uns anschauen, nicht all das, was wir uns erträumen zu verwirklichen, eben am Ende verwirklicht wird. Das ist eben so und da kann auch mal hier und da eine gewisse, ja, vielleicht auch Unzufriedenheit entstehen. Helmut, du hast da Erfahrung, das ist nun mal so, dass wir viel gucken, viel durch die Gegend fahren, auch einen hohen Kostenaufwand betreiben, aber jetzt ist es so, dass es uns in der Transferperiode geholfen hat. Wir bewerten im Grunde ja fast tagtäglich unseren Kader und bewerten jeden Tag Optionen, müssen auf Verletzungen reagieren. Und von daher ja, muss man immer handlungsfähig sein und ja, bauen im Grunde regelmäßig unser Gesamtwissen aus. Ja, auch teilweise viel für die Tonne. Aber wir sind dann eben auch besser vorbereitet, wenn eben eine Entscheidung getroffen werden muss. Es gibt der ganze Verein an sich mit Stadion, mit Fans, mit allem drum und dran, ist einfach außergewöhnlich. So. Und dazu kommt noch dieser Spielstil oder die Art des Fußballs, die gerade bei uns im Stadion zu sehen ist, die ist auch außergewöhnlich. Heißt, Spieler, Berater etc. sehen auch, was beim VfB möglich ist. Und dieses Momentum müssen wir einfach ein Stück weit nutzen. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde im DFB-Pokal. Heute geht's zu Hause gegen Union Berlin. Ist ja schon was Besonderes, wenn man innerhalb von 10 Tagen gegen die gleiche Mannschaft spielt. Irgendwann gibt es ja auch statistische Erwägungen, dass Union nach 10 verlorenen Spielen dann irgendwann auch mal wieder eins gewinnen wird. Und wir haben es aber professionell am Ende durchgezogen. Jetzt vielleicht mal der Rückgewinn. Chris Führig. Alaiduni. Und der zieht einfach mal ab. Und dann ist es die Latte. Ito mit der Flanke rein. Und da ist es Leveling. Leveling auf Renault. Und dann ist das 1:0. 1:0. Dank Dennis Undorf. Das war genau das, was dieses Spiel gebraucht hat. Es steht 1:0 für unseren VfB Stuttgart und das freut uns so. Also als neutraler Journalist, und wir sind ja alle wahnsinnig neutral, ist immer die Geschichte natürlich wichtig. Und von daher war der VfB in den letzten Jahren eigentlich immer eine Geschichte wert. Also der VfB war ja ein bisschen die Drama-Queen der Liga. Und deswegen ist es jetzt natürlich eine völlig neue Geschichte. Wie kann es passieren, dass eine Mannschaft, die vor 1-2 Jahren hochbegabt war, aber sich im entscheidenden Moment immer selbst ins Knie geschossen hat, dass die jetzt plötzlich mit einer Seriosität ihre Spiele runterspielt, dass die Suche nach Gründen auch spannend. Und wir sind eine Runde weiter! Wir sind eine Runde weiter im Pokal! Wir streiten, dass uns die Situation gerade glücklich macht. Ja, wir wollen eine sorgenfreie Saison spielen. Das würde mir jetzt so platt klingen. Wir haben schon ein gutes Gedächtnis und wissen, wie die letzten Jahre waren. Wir sind ja lange genug dabei, um zu sagen, es ist jetzt viel zu früh, um uns da, was wir sowieso nicht tun, uns gegenseitig auf die Schulter zu klopfen. Was ein Fight! Was ein Spiel! Ist das heftig! Ist das heftig! Mir hat schon imponiert, wie wir wieder auch heute mit Leidenschaft immer wieder gegen extrem tiefstehenden Gegner angelaufen sind. Ach, zeig mal. Kann ich ja sehen, den Award. Zeig mal. Ja, daraus nehmen wir viel mit und wissen, wie es funktioniert. Und in Heidenheim werden wir vielleicht auf einen Gegner treffen, der mit einer ähnlichen Spielweise dann auftritt. Okay. Danke auch. Ciao. Danke. Ciao. Es war heute so, dass wir uns noch das U17-Bundesligaspiel angucken wollten. Und deswegen fahren wir auch heute erst hinterher. Das ist ja das nahegelegenste Auswärtsspiel, was wir haben. Und deshalb fahren wir jetzt erst hinterher, was
ja nicht die Normalität ist, aber heute gehen wir mal so vor. Heidenheim hat in den letzten Jahren ja eine rasante Entwicklung hingelegt. Ich glaube, das Stadion, auch das enge Stadion, kann für uns ja eine unangenehme Dynamik nehmen. Es hat halt heute Derby-Charakter. Wir haben vor Heidenheim riesen Respekt. Bleibt es trotzdem dabei, dass man schon anhand der Tabelle, anhand des Kaders, als auch wenn es auswärts stattfindet, schon wir mit Vorteilen da ins Spiel gehen. Bin gespannt auf die Stimmung auf dem Platz. Was definitiv jetzt schon ein wenig antizipiert, wahrscheinlich sehr, sehr hitzig werden wird. Und da freue ich mich immer drauf, wenn Emotionen, wenn eine gewisse Wucht in dem Spiel sind. Und ja, das wird schwierig.